ein ganz normaler Morgen, in dem ich mein Video hochgeladen habe. Ich lade mein neues Video hoch. Bis es dann plötzlich an der Tür klingelte. Hey Leute, bei mir hat es irgendwann an der Tür geklingelt. Wer ist das? Oh mein Gott, ich bin wohl eigentlich so am... Hallo? Wer hat mein Anliegen? Doch die sehr sexy Polizisten meinten es ernst. Ja, was wollen die? Was wollen die hier? Seien Sie ruhig, seien Sie ruhig. Viel zu verrückte Videos. Wir vermuten, dass sie geisteskrank sind. Was? Ich bin doch nicht geisteskrank. Ey, was machen wir denn hier? Das könnt ihr doch nicht einfach so machen. Seien Sie ruhig. Seien Sie ruhig. Das tut wirklich richtig weh. Ach, keine Faxen hier. Ja, wollen Sie mich da jetzt überhaupt hinstecken? Ins Gefängnis oder so? Gefängnis wäre viel zu locker für Sie, kommen Sie mit. Was? Gefängnis ist doch nicht locker? Was ist das? Ja, da kommen Sie jetzt rein. Das ist die Gummizelle für Geisteskranke, für Sie, mein Junge. Wie konnte ich das die ganze Zeit nicht bemerken, dass es in meinem eigenen Wohnzimmer meine riesige Gummizelle steckt? Okay, Leute, wir machen heute die 24-Stunden-Gummizellen-Challenge und ihr seid die beiden Polizisten. Okay, meine Freunde, ich werde 24 Stunden in dieser Gummizelle, die wir uns selber anfertigen lassen haben, ja, versuchen zu überleben. Es wird sehr krass, die werden mir einige Fallen stellen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was hier alles passieren wird. Es wird einfach nur schrecklich wahrscheinlich werden. Naja, Leute, dann let's go, ne? Ja, aber so kannst du nicht bleiben. Du musst schon aussehen wie ein Gefangener, ne? Okay, ich bin gespannt. Ah ja, aus dem Polizeipräsidium. Was ist das? Ist das eine Zwangsjacke? Ja, aber für dich. Ich muss erst eine Zwangsjacke anziehen. Wisst ihr, was passiert, wenn man eine Zwangsjacke anhat? Man hat die Hände die ganze Zeit verschränkt und man kriegt Panik, extreme Panik. Es wird einfach nur schrecklich. Ich hätte nicht so verrückte Videos machen sollen. Dass ich wie geisteskrank. Ja, damit du auch schön eng da drinnen bleibst. Genau. Alter, das ist jetzt schon richtig gruselig in der Zwangsjacke sein. Wir machen das schon wirklich, ne? Wir werden 24 Stunden in dieser scheiß Zelle sein. Halten Sie an. Alter, what the fuck ist das gruselig? Alter, ich habe jetzt schon richtige Panik. Ich habe richtige Panik jetzt schon, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das gruselig. Okay, Leute, ich würde sagen, gehen wir mal in die Zelle rein. Officer, wollen Sie mir dann mal zeigen, wie meine Zelle aussieht? Yep. Wie kommt man denn überhaupt in die Zelle rein? Die müssen da runter klettern. Haben Sie keine Tür? Nein. Du kommst hier mal raus, es gibt keine Tür. Junge, als ob es keine Tür in dieser Zelle gibt, Digga! Oh mein Und Gott. Und es ist kein Widerrede mehr, ist runtergekommen. Rein da. Das ist halt echt geisteskrank. Okay, meine Freunde, wir sind in der Zelle. Es ist unfassbar gruselig, dass man hier einfach in dieser Zelle ist und nicht mehr rauskommt. Jede Ecke ist einfach verschlossen. Digga, es ist so krank. Es ist so krank. Ich kann hier wirklich nicht die ganze Zeit bleiben. Du musst wirklich die ganze Zeit bei mir sein. Wenn ich einen Fall bekomme, so also müsst ihr mich ganz schnell rausholen. Ich bin ein böser Kopf. Nein, hör auf. Ich bin ein böser Kopf, ich sag mal jetzt. Hilfe! Ich will hier raus! Das wird die schlimmste Challenge ever. Der schreit schon ziemlich viel rum. Ich glaube, ich gebe ihm was zu trinken. Hallo? Warum sagt er nichts? Hallo? Lebt er noch? Ist das krank geworden? Ich weiß nicht, was los ist. Hey! Ah! Hey. Wow, hallo! Was haben Sie da? Aber hier, was zu essen, ja. Nein, trinken nur, weil du so viel rumscheißt. Nein. Mund auf. Aber ich kann das doch selber nehmen. Ach, ich habe ja keine Hände, verdammt. Verpissen Sie sich aus diesem scheiß Gefängnis. Verschwinden Sie! Verschwinden Sie! Verschwinden Sie! Alles wieder gut. Johannes, verpiss dich wirklich. Es ist alles gut. Johannes, verpiss dich. Es ist alles gut. Verpiss dich. Ich wollte den Joke durchziehen, aber das ist zu alles. Verpisst euch. Geht weg aus deiner Zelle und lasst mich jetzt hier überleben. Bleib tschüss. Ruhig. Lass mich gehen. Tschüss. Hallo. Tschüss. Isabel, ich glaube, dir geht's dir gut da drin. Können wir nicht mehr so weitermachen. Vielleicht braucht er ein bisschen Musik. Der braucht, nee, was Böseres. Wie wär's mit dem 10 Stunden Sirenenalarm Sound? Hör auf mit der Scheiße! Reste da drin! Nein! Okay, ich hab die Box hier. Wie wär's damit? Ja. Ja, perfekt. Alter! Ah! Ah! Nein, der Wichser! Ah! Meine Ohren! Ah! Ah! Digga, mach dich scheiße, wirklich mal das aus. Das ist richtig krank nervig. Wie lange wollt ihr jetzt anmachen? 10 Stunden. Nee, keine 10 Stunden. Nein! Viel Spaß mit dir. Nein! Oh mein Gott! Ich hab's ausbekommen!
Vollidioten, hier gibt's einen Ausknopf. Oh. Ja, und meine Hose ist gerissen. Scheiße. Und noch meine Hose. Hier, ihr könnt euer Blutesbox wieder haben. Tag Nummer 22 und langsam, glaube ich, ich habe meinen Verstand komplett verloren. Okay, Spaß zur Seite. Ich bin erst seit 2-3 Stunden hier, aber trotzdem ist es ziemlich weird, muss man ehrlich sagen. Die Luft ist ziemlich stickig. Oh, und sonst ist es einfach nur sehr, sehr langweilig. Glaubst du, der Häftling hat Hunger? Nein. Mir ist scheißegal, soll er leiden. Ja, ich glaube schon, dass er die Pommes haben kann, oder? Doch, komm, wir geben. Doch, komm. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sie haben mir Essen gegeben. Ich kann meine Arme außerdem wieder ein bisschen benutzen. Nach 10 Jahren geben Sie mir endlich etwas zu essen. Toll. Okay, Spaß beiseite, Leute. Danke fürs Essen. Ich habe zwar eh noch Burger gegessen dabei, aber egal. Danke für die Pommes. Oh Scheiße, das kann doch nicht wahr sein. Es ist einfach so stickig und so kalt, ultra heiß, es ist ultra warm. Auch mich dabei zu filmen, das ist das schlimmste Experiment, was ich jemals online gestellt habe, wirklich, das ist so. Meine Knie tun einfach so unfassbar weh, Digga, weil ich die ganze Zeit auf diesem Boden rumhabbe, Alter. Was denn hier? Lea? Lea, bist du's? Ja? Lea, ich bin in der Gummizelle. Warum bist du da eingesperrt? Ich hab schreckliche Dinge getan, Lea. Kannst du reden? Sind die Polizisten da? Nein, nein, alles gut, wir können nicht. Lea, ich werde langsam, glaube ich, wirklich ein bisschen verrückt hier drin. Du warst vorher schon verrückt. Ich? Doch nicht. Wie wär's, wenn ich dir 100 Euro gebe? Ich habe hier nämlich ganz zufällig noch zweite Zwangsjacke gefunden. Dann am Ende der Challenge tauschen wir wieder, okay? Dann bin ich wieder hier drin und du bist dann... Du musst nur jetzt kurz einmal, damit ich durchatmen kann, der... Kannst du dich irgendwie ins Gefängnis reinschleichen? Wie viel Geld nochmal? 100 Euro. Machst du's? Dafür mache ich. Ja! Oh mein Gott. Oh mein Gott, Boden. Was ist mit dir passiert? Komm rein, Lea. Ja, nicht so laut, nicht, dass die Polizisten uns hören. Ich kann die Zwangsjacke aus dem abnehmen. Oh, die Luft hier drin geht ja gar nicht. Lea, wir sind Geschwister, wir sehen genau gleich aus. Die werden uns hier niemals erkennen. Okay, Lea, du hast sogar eine echte Zwangsjacke bekommen. Mhm. Vielen Dank dir dann, ne? Also, wir sehen uns, Lea, okay? Okay. Ja. 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 Ey. Scheiße. Ey. Was? Ey, wach auf. Nein. Hey. Nein. Hey. Nein. Hey. Nein. Hey. Nein. Hey. Ich bin geflohen hier. Ich glaube, es gibt wirklich keinen Ausweg mehr. Ich muss wirklich hier übernachten. Und damit beging dann wirklich die schlimmste Nacht in meinem ganzen Leben. Ich konnte keine Sekunde pennen, es ging keine Schlafposition irgendwie fit. Alter, ist das eine Scheiße, wirklich. So was hab ich noch nie gemacht. Ich werde einfach nur völlig verrückt werden nach der Zeit hier. Ich weiß nicht mal, wie hell es gerade draußen ist. Es sind ungefähr 90 Löcher hier drin. Malia, Mom, kann mir jemand Wasser reinwerfen? Hey! Ich glaube, es ist Zeit schlafen zu gehen, Leute. Die größten Schmerzen, die ich jemals erlitten hatte, wirklich. Das hat so weh getan auf Dauer. Oh mein Gott, Digga. Okay, Isabel, das ist der nächste Tag. Mal sehen, ob der schon wach ist, der Irre. Ich bin schon aufgegangen. Was? Die Sonne ist schon auf. Hallo? Hallo, wie geht die Sonne auf? Ready? Ja. Na? Hallo? Hallo?
Aufwachen! Aufwachen! Es ist 6 Uhr morgens, wach ich. Das war mit Abstand die schlimmste Challenge, die ich je. Kein Rumholen jetzt! Du hast geschafft, Alter. Psycho. Ich musste meine Hände leider aus dem Ding rausnehmen, weil sonst konnte ich echt nicht schlafen. Das war wirklich zu schrecklich. Challenge nicht bestanden, nochmal mal. Ich will wissen, wie... Oh, wie sich die Luft an riecht. Ich will einmal rausgehen. Oh, oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott. Es ist ja schon wieder hell. Ich wusste gar nicht, wann Dunkel und wann Helligkeit. Und... Oh, oh, oh. Oh. Okay, gute Nacht. Das war's mit dem Video.